Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne euch so ein Schminki zeigen, wo ich Produkte verwende, die meiner Meinung nach irgendwie viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und ja, deswegen sehe ich mich jetzt quasi in der Pflicht, diese Produkte in diesem Video zu zeigen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ganz zu Anfang möchte ich mich gerne bei dem Sponsor für dieses Video bedanken. Und zwar ist es Byanna. Und dort habe ich drei Produkte zugeschickt bekommen. Das ist einmal der Lippenstift, der Highlighter und der Bronzer. Den werden wir im Laufe des Videos verwenden. Das ist eine ganz neue Marke auf dem, ja, Beauty Heaven, und dort bekommt ihr mit dem Code Claudi15 15% Rabatt. Wir testen aber die Produkte gleich nochmal eingehen, dann kann ich auch ein bisschen mehr zu dem Startup aus München sagen. Und ja, wir starten jetzt aber ganz klassisch mit einem Primer, und da habe ich hier einen von Revolution. Der ist einfach geil. Das ist der Glass Skin Liquid Illuminating Skin Primer. Das ist dieser hier, und ich weiß nicht, warum man den ungefähr gar nicht sieht. Natürlich habe ich euch auch alle Produkte, die ihr heute hier in diesem Video seht, in der Infobox verlinkt. Sofern ihr die dann nachkaufen möchtet, könnt ihr das gerne über die Links in der Infobox tun, ne? Das ist ein Primer, der riecht wie dieses Hochschiebe-Twister-Eis, ist das, glaube ich, ne? So genial, dieses Orangene. Ja, mega, 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 mega geil. Es ist wichtig, dass man unter diesem Primer eine gute Hautpflege aufträgt, wenn man so trockene Haut hat wie ich. Halt einen schönen Glow. Und dieser Glow, der ist subtil. Das ist überhaupt kein Glitzer. Das ist wirklich, man sieht es auch auf den Fingern. Ich habe keinen Glitzerkram da drauf, ne? Das ist einfach schön. Mag ich. Eine Foundation, die ich einfach jetzt im Sommer total schön finde, ist diese hier von Shiseido. Die Synchro Skin Glow Luminizing Fluid Foundation hat einen Lichtschutzfaktor von 20. Ist ein bisschen wenig. Habe ich in der Farbe Neutral One, was ein bisschen hell ist jetzt für mich. Aber das kriegen wir schon ja, zusammen verwurstet, um das mal so zu sagen. Das ist halt eine Foundation, die man sich aufträgt und die sich über den Tag halt hinweg immer wieder selber frisch macht, sodass man nie irgendwie dieses crusty Gefühl hat, und das ist immer irgendwie alles so nicey-peisy, und das finde ich schön. Ja, wir sehen es, ne? Das ist wirklich ein bisschen hell. Die hat eine leichte Deckkraft. Das ist jetzt nicht so, dass ich damit alle Sachen abdecken könnte, aber das finde ich jetzt nicht schlimm tatsächlich. Es hat ein ganz leichtes Gefühl auf der Haut. Das ist wie eine minimal dünne Schicht Sonnencreme. Die habe ich auch erst im Mai drauf gemacht, als wir mit den ganzen Familien in der Clique halt einen Maigang gemacht haben. Das war echt, also angenehm. Die ganze Zeit angenehm. Ich habe mich nicht irgendwie zugekleistert oder geschminkt gefühlt. Es war einfach irgendwie ein schönes Hautgefühl. Theoretisch müsste ich da nicht mit einem Schwämmchen drüber. Ich mache es halt auch einfach aus Gewohnheit. Und ihr seht halt diesen Glow, ne? Das hat ja einmal die Foundation an sich und dann auch noch durch den Primer. Es ist geil. Ich mag es einfach, ne? Passend dazu habe ich in der Farbe 102 den Synchro Skin Self Refreshing Concealer, auch von Shiseido, mir gekauft. Und auch der ist halt super für die untere Augenpartie, weil er sich halt, also der wird halt immer wieder dieses frische Gefühl geben, sodass man halt nicht dieses, er rutscht nicht so in die Fältchen rein, man sieht nicht zugeschminkt aus und so. Also das ist wirklich, ne, so eine Sache, die ich jedem empfehlen kann, der es nicht so gerne mag, dass man direkt sieht, wie viel man auf dem Gesicht trägt. Meine Haut sieht immer noch wie Haut aus, also es scheinen auch so leichte Imperfektionen natürlich durch, ne? Also hier habe ich sowieso meine Mr. Fred-Familie, Leute, hormonell bedingt und so, ne? Und ja, aber ansonsten hat das wirklich schön ausgeglichen und sieht irgendwie, ne, angenehm aus, und es fühlt sich einfach nur an, als hätte ich gerade eine Sonnencreme aufgetragen. Bevor wir zu den ganzen pudrigen Texturen switchen, habe ich jetzt hier noch ein cremiges Produkt, und zwar ist es von Lovia, der Eyeshadow Primer Long Lasting. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht so wirklich auf YouTube hier oft gezeigt wird oder so. Es ist ein solider, schöner Primer, eigentlich auch aus dem Drogeriesortiment oder Segment, ne? Den müsste man ja auch bei Rossmann finden, und ich mag den. Hier habe ich auch so eine Marke. Die war super bekannt. Die war mega im Hype. Und irgendwann war sie einfach weggefühlt. Zu Eva. Und hier habe ich ein total cooles Puder. Das ist das Finishing Powder in der Farbe Dazzling. Das ist einfach geil. Kann ich nicht anders sagen. Hat hier so ein Netz drin. Und das macht einen so schönen Weichzeichner-Effekt auf dem Gesicht, ohne dass es wirklich dieses Todmatte gibt. Und das fühlt sich schön an, macht nichts crusty oder so. Gut, die Pinsel, die zeige ich recht häufig, ne? Da bin ich ja immer ganz gut mit dabei. Ich tunke immer so ein bisschen mein Schwämmchen dann auch da rein.
und pudere dann so ein bisschen die Augenpartie ab. Und dann nehme ich mir so einen fluffigen Pinsel und fluffel über mein komplettes Gesicht. Kommen wir dann jetzt mal zu den Balena-Produkten. Und zwar habe ich hier den Bronzer. Der schaut in der Verpackung so aus. Und das Coole ist tatsächlich, dass wir auch Refills dazu bei Balena auf der Homepage finden werden. Das heißt, du kaufst dann einmalig das Produkt so im Kompletten und behältst dann einfach auch diese schöne Verpackung, ne? Und kannst die dann auch, wenn das Produkt leer ist, mit neuen Refills befüllen. Und ich habe hier die Farbe 01 Soleil oder so. Wie heißt das? Ivory. Quatsch. Ivory ist die Farbe, genau. So schaut die aus und das sieht doch schon mal sehr, sehr hübsch aus. Ja, und wie gesagt, wir haben hier 100% zertifizierte vegane Naturkosmetik und das ist ganz interessant, denn die Marke ordnet sich selbst im Luxussegment ein und möchte dann auch in dem Sinne Luxusqualität liefern. Es hält sehr gut auf der Haut, es lässt sich auch schön verarbeiten, schön mit der Haut verbinden, ne? Und das mag ich wirklich gerne leiden. Noch ist das Sortiment relativ klein, weil wie gesagt, es ist halt ein Start-up, aber es entwickelt sich ja im Laufe der Zeit. Wir haben ja auch leichten Schimmer mit in dem Bronzer drin. Aber auch hier, das ist nicht so, als hätte ich groben Glitzer auf dem Gesicht. Das ist schon mal sehr, sehr positiv, ne? Ja, und ihr seht das, es macht einen schönen leichten Bronzing-Effekt. Das ist jetzt hier ohne Bronzer. Und das sieht wirklich toll, natürlich, angenehm aus, muss ich sagen. Die Verpackung selbst besteht aus 100% recyceltem Material und ist auch selber 100% recycelbar. Und das finde ich einfach auch sehr nachhaltig gedacht, gerade wenn man ja auch diese Zertifizierung hat, ne, mit Naturkosmetik und vegan und so, finde ich das einfach klasse, dass man drauf achtet. Die Produkte sollen aber nicht nur von außen schön machen, sondern auch tatsächlich von innen, also dass sie quasi auch gute Inhaltsstoffe mit sich bringen, ne? Das heißt, wir haben hier diverse Öle mit drin, also ich glaube Avocado, Jojobaöl und so, ne? Rizinusöl habe ich auch gelesen, richtig cool. Und dann haben wir auch noch Hyaluronsäure und Vitamin E für die ganze Feuchtigkeitsgeschichte und das finde ich, merke ich. Also nicht nur, weil ich dann ja auch hier base-technisch, ne, einiges an Self-Refreshing und vorbeugender Geschichte drauf habe, sondern auch, weil die Produkte an sich so schön sind. Und es ist aber nicht so, als würden sie jetzt so durch das Gesicht wubbeln oder so. Das ist eben das Coole. Aber, also, ne, sie bleiben schon an Ort und Stelle. Aber du hast halt nicht dieses, dass du dein Gesicht anguckst und diese extreme Puderschicht hast. Das finde ich nämlich eben so geil. Also das gerade bei dem Bronzer finde ich das echt phänomenal. Das habe ich sonst bei manchen Bronzern, dass es einfach sehr, sehr trocken dann aussieht bei mir. Gerade bei mir mit trockener Haut, ne? Jetzt sehe ich so aus, als hätte ich gerade echt so ein paar Minütchen in der Hängematte gelegen, ein bisschen Sonne genossen. Finde ich wirklich schön. Also geiles Produkt, mega Empfehlung. Blush verwende ich jetzt. Da habe ich von L'Oreal Age Perfect den Blush Satin Rouge in der Farbe 101 Rosewood. War sogar mal in meinen Favoriten. Habe ich dann irgendwie auch nicht mehr so häufig gezeigt. Und ich meine, dass der auch eine Zeit lang echt im Hype war. Das ist halt auch irgendwie nicht mehr so der Fall, ne? Total schade, weil das so ein schönes Produkt ist. Ich mag den gerne. Der ist relativ subtil, aber trotzdem da. Der ist so natürlich und das mag ich gerne leiden. Also gerade so, wenn ich den halt im Alltag trage, ne? Also am 1. Mai, Maigang, Leute, ne? Genau dann. Das ist, weiß ich nicht. Also ich verstehe nicht, warum der halt nicht mehr so oft gezeigt wird, weil das ein schönes Produkt ist. Und ich finde auch, wenn da L'Oreal Age Perfect draufsteht, also Age Perfect, kann man den trotzdem, wenn man unter 20 ist, durchaus verwenden, ne? Das ist halt einfach ein Produkt, der welches halt nicht jetzt unbedingt hier die Lachfältchen betonen würde oder so, weil das halt auch nicht dieses pudrige Gedönsen hat, ne? Das ist halt auch eher so hautverschmilzend und eigentlich deswegen total geil. Und ihr seht ja auch, man muss ihn dann doch etwas mehr aufbauen, wenn man ihn mehr sehen möchte. Aber es geht, also eigentlich ein total schönes Produkt. Ich schmink mich übrigens gerade, weil ich heute Nachmittag meine Hebamme kennenlernen werde. So, also, ne, das ist jetzt quasi mein Look, wie meine Hebamme mich kennenlernen wird. Ist das nicht super? Get ready with me to meet my Hebamme. Nein, so nenne ich das Video nicht. So, jetzt habe ich hier das zweite Produkt von Balena und das ist der Highlighter in der Farbe 01 Champagne. Hier haben wir auch das gleiche Packaging, das heißt, in der Theorie könnte man auch dieses Grundpackaging
für mehrere von diesen verschiedenen Produkten verwenden. Ne? Also ob du da jetzt einen Highlighter-Refill reinpackst oder ob du da einen Bronzer-Refill reinpackst. Und hier haben wir dann auch den Highlighter. Das ist ein wirklich schönes Tönchen. Und das hat nicht so eine Intensität, dass er dich so anspringen würde. Klar, wenn ich den swatche, fühlt er sich extrem schön an. Hier fühlt man auch tatsächlich, dass da irgendwelche fliegenden Geschichten mit bei sind. Ne? Also Fingerswatch, mega intensiv, kannst du nichts zu sagen. Wenn ich den aber nachher auf dem Gesicht habe, ist das halt wie, als wäre das mein Glow, als wäre das nicht ein aufgeschminkter Glow. Also ich nehme jetzt hier einen Pinsel, trage mir den hier auf und ihr seht das auch, ne? Das ist nicht so bam in your face, das ist, als wäre das meine Haut, die jetzt einfach diesen Glow hätte. Weil das so mit der Haut verschmilzt und das finde ich total cool. Klar, den kann man sich auch ein bisschen aufbauen, ne? Wie ich das jetzt auch gemacht habe. Aber der ist einfach schön. Der glitzert jetzt nicht irgendwie und auch wenn die Sonne drauf scheint, das hatte ich ja dann auch erst im Mai ausgetestet, das sieht gut aus. Und der macht auch nicht diese Krähenfüßchen-Lachfältchen-Betonung, weil der halt ja auch dieses Hyaluron, Vitamin E, Schönheitsvitamin übrigens, und diese Öle und so mit bei hat. Und das merkst du, weil das irgendwie eins mit dem Gesicht wird. Ja. Und wenn du dann noch Claudi 15 nimmst, 15% Rabatt, da verdiene ich übrigens nichts dran, ne? Dann bekommst du es halt einfach noch ein bisschen günstiger und das finde ich so zum Ausprobieren eigentlich ganz cool. Jo, jetzt habe ich mir schöne Highlights gesetzt und jetzt rahmen wir das Gesicht schön ein mit Augenbrauen und Co. Das finde ich auch interessant. Über die DMA-Samen-Produkte wird super wenig gesprochen. Immer nur, wenn so Wundertüten rauskommen, wenn neue Produkte rauskommen. Aber ich sehe selten, dass die halt so durchgängig irgendwie in diese Schminkboxen oder so mit reinkommen. Hier habe ich einen Eyebrow Designer in der Farbe Light Brown. Ich weiß nicht, ob es den noch im Sortiment gibt. Den habe ich mir vor einer Weile damals gekauft. Der ist cool. Also cool im wahrsten Sinne des Wortes, weil er einen kühlen Unterton hat tatsächlich. Hat aber eine sehr, sehr breite Mine. Also davon darf man sich dann nicht abschrecken lassen. Ne? Ist bei mir aber zum Auffüllen total super. Und einen schönen Spoolie. Und ja, damit bastle ich mir jetzt mal Augenbrauen. Es geht halt super schnell mit dem Augenbrauenstift hier von DMA-Samen. Und ihr seht, es sieht schon passend aus bei mir, ne? Und ja, irgendwie wird schon länger nicht mehr über dieses Produkt geredet und ich liebe ihn. 24 Hours Brows hat er von Benefit. Leute, was ist da los? Der Tag hat euch die Augenbrauen fest. Lang nicht mehr bei YouTube gesehen, hm? Ich habe da so viele Backups und so von. Ich finde den so genial. Habe gerade eine Nachricht von meiner Mama bekommen. Die hat nämlich mein Buch Sammy endlich ankommen. Könnt ihr im Pelletier Verlag übrigens immer noch kaufen, ne? Hat sie verschenkt an eine Freundin von ihr. Und dann hat sie mir gerade eine Nachricht weitergeleitet. Habe gerade die ersten 10 Seiten von Sammy gelesen und finde es zum Sterben schön. Liebe Grüße an deine Tochter. Es ist wunderbar geschrieben. Vielen, vielen Dank, liebe Heidi, für dein liebes Feedback und freue mich auf jeden Fall, dass ich deinen Geschmack auch getroffen habe. So, jetzt kommen wir, Link dazu natürlich auch unten in der Infobox, schaut gerne mal vorbei. So, jetzt kommen wir zu einer Lidschattenpalette. Ich finde es unglaublich, wirklich unglaublich, wie krass Urban Decay mal im Hype war und wie wenig es das jetzt noch ist, oder? Ich meine gut, immer wenn die jetzt neue Paletten rausbringen, dann kommen quasi bezahlte Kooperationen raus und man sieht es irgendwie überall bei YouTube. Aber man sieht nur noch wenig, dass diese Paletten so exzessiv genutzt werden, wie sie es damals mal wurden. Ne? Ich persönlich bin ja eigentlich überhaupt kein Fan von diesen länglichen Fännchen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt, glaube ich, die damals mal bei Lea abgekauft oder so. Ne? Das ist jetzt die Naked Honey Palette. Ich mag einfach dieses Gold. Ne? Das fand ich einfach ansprechend und die Qualität ist hiervon auch einfach astrein. Ich schwinge euch damit jetzt gleich mal einen kurzen, schnellen Look. Das geht nämlich wirklich super easy. Und da seht ihr auch, wie gut die Qualität ist. Aber es ist wirklich einfach beachtlich, wie wenig nur noch über Urban Decay gesprochen wird, oder? Hallo, jetzt könnt ihr nämlich auch die Base mal von Namen sehen, ne? Ich finde, das sieht echt klasse aus. Ich starte einfach mit dem Ton Flyby, das ist dieser hellste, knochenfarbene Ton. Damit kann ich einfach jetzt mein Lid nochmal setten, ne? Ich habe zwar eben schon Puder drauf gemacht, aber es ist Macht der Gewohnheit. Dann habe ich da nochmal so ein bisschen eine pudrige Schicht und kann da einfach besser verblenden. Jetzt kommt der Ton Swarm zum Einsatz. Das ist ein ganz hell Karamell. Und den gebe ich mir ganz entspannt auf mein bewegliches Lid und blende den so ein bisschen nach oben. Dann nehme ich mir den Ton Hive, das ist
Also auch wieder gleicher Pinsel immer noch, ne? Ich bin der Pinselwaschfaul, ihr wisst das ja. Das ist einfach so ein bisschen ein aschigeres Braun und das blende ich mir hier außen hin und ziehe den auch dann so ein ganz kleines bisschen am Knochen entlang, beziehungsweise für die Leute, die sowas besitzen, in eine Lidfalte. Ich habe aber ein Schlupflid, da geht es dann eher am Knochen entlang. Mit Flyby werde ich hier außen noch so ein bisschen blenden, beziehungsweise das ist dann halt auch gleichzeitig mein Augenbrauen-Highlight. Ne? Im Prinzip ist es dann einfach ein matter Ton. Und jetzt nehme ich auch wieder diesen Hive, den ich ja eben hier oben verwendet habe, und gebe mir den an den unteren Wimpernkranz. Jetzt brauche ich aber eher so einen etwas smudgigeren Pinsel und gehe in den Ton Golden rein. Das ist so ein schöner goldener Schimmerton. Der kommt dann einfach hier auf mein bewegliches Lid. Und weil ich in der Palette keinen super hellen Ton habe, nehme ich mir jetzt einfach den Highlighter und setze mir den hier in den Innenwinkel rein. Das harmoniert natürlich total schön, ne? Finde ich einfach cool. Wer mag, kann das noch ein bisschen hier oben als Augenbrauen-Highlight aufgeben. Zack, das ist einfach so ein 5-Minuten-Look, ne? Wie ich ihn einfach super gerne trage. Auch bei dieser Marke wurde anfangs, ja, wurden viele Videos gedreht, aber ich muss wirklich sagen, ich persönlich habe auch nicht viel von den Produkten behalten. Und zwar rede ich von Got2Be. Die haben ja auch Make-up rausgebracht, ne, letztes Jahr. Und irgendwie, ja, weiß ich nicht, haben die auch immer mal wieder eine LE oder so gehabt, aber das ist jetzt nicht so eskalativ unterwegs gewesen, oder? Also ich habe jetzt hier einfach so ein Filz-Eyeliner, den ich jetzt auftragen werde. Ich meine ganz ehrlich, ne, dieser Eyeliner ist gut. Da kannst du schöne, feine Linien mit Zahlen zeichnen. Und ne, aber ich glaube, dass Got2Be einfach zu schrill rausgekommen ist und damit dann zu billig gewirkt hat. BH Cosmetics Paradise Refresh habe ich hier so ein Setting Spray. Mit dem mega geilen, übelst krass, übel geilen, mega tollen Sprühnebel. Oh, ich liebe ihn. Ich glaube, hier ist das Problem, dass die Marke einfach insolvent ist und die Leute auch so ein bisschen Schiss haben, sich jetzt Produkte zu kaufen. Ich glaube, das ist echt so ein kleines Problem, oder? Ich weiß es nicht. Oder man wartet halt drauf, dass die jetzt halt einen Super Sale oder sowas haben. Schreibt mir das mal gerne. Ich mag eigentlich total gerne BH Cosmetics, vor allem die Lidschattenpaletten. Aber ja, ich weiß nicht. Die haben auch irgendwie in letzter Zeit gar nicht so viel Neues mehr rausgebracht, weil die auch selber wahrscheinlich jetzt sehr verhalten sind, ne? Die werden ja von Revolution übernommen werden. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ich glaube schon, oder? Ist jetzt auch eigentlich relativ bekannt. Und da sind natürlich alle jetzt auch sehr gespannt, wie dann die Qualität sich entwickeln wird. Ich glaube, die dekorative Kosmetik von Douglas ist gar nicht so bekannt. Also zum einen ist es gar nicht so bewusst den Menschen, dass überhaupt dekorative Kosmetik von Douglas selber hergestellt wird. Und das ist relativ teuer, ne? Ich glaube, das ist immer so ein kleines Problem, weil die Packaging-Sachen manchmal gar nicht so hochwertig aussehen. Anders ist es definitiv hier bei der Vice Versa Mascara. Die wurde mir damals im Douglas mal empfohlen von einer Douglas-Mitarbeiterin und die ist wirklich geil. Und die soll Volumen, Länge und Schwung geben. Ich zeige euch mal das Bürstchen. Wir haben hier sowohl ein Gummi als auch ein Faserbürstchen. Und das ist etwas, was Essence ja mal versucht hat in dieser Double Trouble Mascara, aber meiner Meinung nach nicht hingekriegt hat. Hier Douglas hat es hingekriegt, denn das funktioniert so geil. Ihr seht es gleich auf meinen Wimpern. Und ja, geilo. Zeige ich euch jetzt mal. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die ist schon geil, ne? Weil, also die halt auch diese Trennung macht. Also ich habe erst die Faserbürste verwendet in der ersten Schicht, in der zweiten Schicht dann die Gummibürste und in der dritten dann wieder in die Faserschicht tatsächlich. Also eigentlich genau umgekehrt zu dem, wie ich es normalerweise machen würde. Aber hier ist dieses Gummibürstchen für diese mega Wawawum-Geschichte zuständig. Und die ist wirklich, ihr seht das, ne? Drei Schichten. Das ist schon heftig. Und viele sagen halt, dass sie das nicht so gerne mögen, wenn es so Fliegenbeine gibt oder die Wimpern zu verkleben. Dann ist diese Mascara auf jeden Fall mal einen Blick wert. Ihr hört Sammy im Hintergrund sanft schnarchen übrigens. Ich werde manchmal gefragt, was das für komische Geräusche im Hintergrund sind. Naja, manchmal wäscht unser Nachbar sein Auto, manchmal schnarcht Sammy. Ja, gibt so Dinge im Leben, ne? Ja, genau. Also ich mag diesen Look voll gerne. So, Lippen. Da habe ich jetzt hier von By Beauty Bay in der Farbe Heather einen Lip Liner.
bei Beauty Bay wird total unterschätzt. Also auch die Lidschattenpaletten von denen sind so schön. Also ne, günstig vor allem auch. Da mag ich so gern, also diese Wilderness-Palette, die Romantic, New Romantic-Palette und so weiter und so fort, die mit Niki Tutorials. Also schaut auf jeden Fall bei Beauty Bay mal vorbei. Das ist echt der Wahnsinn. So geile Qualität, ey. Ja, und heute nutzen wir die Marke einfach mal als Lip Liner. Also ist universell super schön einsetzbar. Und heute kombinieren wir das einfach mal mit dem Vienna by Beyond Lipstick. Habe ich hier in der Farbe 01 Obsession. Hier haben wir auch wieder Vitamin E, Hyaluronsäure, diverse Öle mit dabei. Und auch hier mit Claudi 15 kannst du 15% sparen. Jo, so schaut der Lippenstift aus. Also diese Verpackung fühlt sich genauso auch wie bei dem Highlighter und dem Bronzer, ne? Total schön an. Ich mag dieses Matte. Und hier haben wir halt matt weiß, wie bei den anderen Verpackungen auch. Es fühlt sich einfach angenehm an. Ich weiß nicht, du hast hier nicht so diese Fingerabdrücke oder sowas drauf, ne? Und es fühlt sich einfach hochwertig und schön an. Hier haben wir dann auch den Lippi einmal drin und das ist ein wunderschöner Nude-Ton, den ich mir ausgesucht habe. Und ja, den möchte ich mir jetzt gerne auf die Lippen auftragen. Und der wird dann natürlich auch eine Pflege mit dabei haben. Oh mein Gott, ich liebe diese Kombi gerade. Wie schön das aussieht. Echt geil, oder? Also ich mag das richtig gerne leiden. Das passt auch so schön mit dem Augenlook. Dann auch mit diesem zarten, hellblauen Top heute T-Shirt. Wahnsinn. Also das ist ein sehr empfehlenswerter Lippenstift. Ich mag ja nicht so gerne, wenn Lippenstifte so diese mega matte Geschichte haben auf den Lippen, ne? Der ist, ich weiß nicht, wie so ein Lippenpflegestift, nur halt noch mit Farbe, ne? Super, super angenehm. Mag ich gerne. Ist natürlich dann nicht kussecht, aber das finde ich jetzt nicht schlimm. Ne? Dafür habe ich halt einfach schöne, glänzende, gepflegte Lippen. Also das mag ich richtig gerne leiden. Ne? So, einen habe ich noch tatsächlich. Und da gehen wir jetzt auch nochmal zurück zu M. Asam. Denn ich weiß nicht, ob ihr das auch wusstet, aber M. Asam hat wundervolle Düfte. Und die haben auch schöne Dupes, ist das im Prinzip. Ne? Also das ist not sponsored. Ich habe mir das selber gekauft und so. Mit Maxims Code übrigens. Der hat immer mal wieder einen für M. Asam. Ich habe mir hier das Vibrant Moments geholt. Das soll auch so ein bisschen dupe sein zu dem Parfüm de Mali Delina. Weiß ich nicht. Würde ich jetzt eher nicht so sagen. Ne? Aber der hält. Der hält wirklich gut. Und ich mag den gerne. Das ist so ein schöner, süß-pudriger Duft. Mag ich richtig gerne. Ja, soll man nicht in die Haare machen, mache ich trotzdem. Ich mag den. Oh, der ist so angenehm, der Duft. Das ist so... Für mich ein richtig toller, pudriger Frühlingsduft, dass man jetzt so in so eine Wolke gehüllt wird, aber nicht in dem Sinne, dass man jetzt quasi übermäßig buff, ne, riecht, sondern dass man einfach so einen schönen, zarten Duft hat, dieses saubere, aber gleichzeitig auch blumig, angenehme. Also ich mag den Duft total gerne, kann euch den voll empfehlen und die sind doch super günstig bei M. Asam. Hier habe ich ja auch mega viel drin, ich weiß nicht, 100 Milliliter, genau. Und ich weiß nicht, ob der 25 Euro oder so gekostet hat. Dann hat man die halt, ne, schnell so zu einem recht günstigen Preis und kann das auch mal ausprobieren. Das ist jetzt mein fertiger Look mit den Produkten, die irgendwie gefühlt in Vergessenheit geraten sind und die ich jetzt nun mal auf mein Gesicht gepackt habe. Kann sich sehen lassen, ne? Vielleicht konnte ich euch jetzt auch so ein bisschen dazu animieren, mal wieder in eurer Schminksammlung rumzustöbern und zu schauen, Mensch, was habe ich eigentlich überhaupt zu Hause da, um das dann auch nochmal wieder zu verwenden. Hoffentlich konnte ich euch auch so ein bisschen inspirieren, bei Vienna mal vorbeizuschauen, um dort mal, ja, durch den noch so relativ kleinen Online-Shop zu stöbern. Aber wie ihr seht, die haben schöne Produkte, die ein tolles Finish auf dem Gesicht machen. Es sieht alles sehr natürlich aus und das mag ich auch gerne leiden. Und ja, ich fühle mich wohl. So kann ich zu meiner Hebamme gehen. Vorher werde ich aber noch ein paar Videos mit euch zusammen drehen. Das war ein Reim. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!